best name ever. First name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local. Jo Leute, ich bin's, euer Crime Animal TV, und heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir im letzten Video gestellt habt, zusammen mit Glitch TV, der ist in der Videobeschreibung. Ja, moin Leute, hallo. Also er liest mir die Fragen vor und ich tue sie beantworten. Die erste Frage kommt von Spieltrend und er fragt, meine kreative Frage, wie fühlt man sich so mit 200 Abos? Also Spieltrend. Man fühlt sich so ein bisschen wie John Cena. Die nächste Frage kommt von der GTA King PS4. Wie heißt die Musik, wo du mit dem Flugzeug rumfliegst? Ja, ich glaube, die weiß sogar auswendig. Die heißt Waiting Game von Luke Christopher. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was? Hm. Die nächste Frage kommt von Legend und er fragt, wie findest du das Innere eines Teebeutels? Also das Innere eines Teebeutels, das ist auf jeden Fall ein bisschen trocken. Aber wenn es ein bisschen feuchter wäre, dann wäre es schon geiler. Wunderschön. Die nächste Frage kommt von BeastMC und er fragt, wirst du bald mal mit Facecam aufnehmen? Ich denke mal nicht. Vielleicht Streams oder so, aber YouTube-Videos eher nicht. Wenn überhaupt, dann mal im Stream. Ja. Die nächste Frage oder die nächsten Fragen kommen von Danny Pixel und er fragt, wie alt bist du? Bist du Jungfrau? Würdest du mal so einige Videos mit mehreren Leuten aufnehmen? Also zum Beispiel mit mir? Kannst du mal BO3 in der Ninja-Montage raushauen? Und kann ich das Video beenden? PS. Also, das Video kannst du auf jeden Fall schon mal nicht beenden. Und ja, ich bin 15, also bin ich Jungfrau. Dann, ob ich mal mit mehreren Leuten aufnehme. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, so Challenges mit mehreren Leuten. Also, du kannst auf jeden Fall auch mal bei einer Aufnahme dabei sein, vielleicht bei einer BO3-Challenge oder so. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, der hat noch gefragt, kannst du mal eine BO3-Ninja-Montage raushauen? Ja, kann ich mal machen. Ich kann mir mal so eine Klasse stellen mit Messer und so. Und dann hau ich die mal raus in den nächsten Tagen. Die nächste Frage kommt von La Casi Nostra und er schreibt, herzliche Glückwünsche for you. Und seine Frage ist, warum hast du mit YouTube angefangen? Liebe Grüße, Freshes Nino. Auf jeden Fall mal erstmal danke für das Kommentar. Und ja, wie bin ich auf YouTube gekommen? Ich habe einfach mal PS4 gespielt und dann habe ich die Share-Taste entdeckt und habe da erstmal irgendeine Scheiße hochgeladen. Und irgendwann habe ich Share Factory entdeckt und dann habe ich auch mal die Videos angefangen zu schneiden und so. Und dann, ja, habe ich Glitches rausgesucht und habe die halt angefangen hochzuladen. Nächste Frage kommt von Powerhouse RTV und er fragt, bist du Rin? Ja, ich bin auf jeden Fall Rin. Die nächsten Fragen kommen von Patatl und er fragt, bist du hässlich? Und wie bist du auf Crime Animal gekommen? Und das ist zwar gar keine Frage, aber Glückwunsch. Also auf Crime Animal bin ich gekommen, weil wir früher zu dritt oder zu fünft immer in GTA mit einer Tiermaske rumgerannt sind und dann erstmal eine Crew erstellt haben, die Crime Animals hieß. Und irgendwann habe ich dann, wie schon gesagt, mit YouTube angefangen und dann brauchte ich halt einen Namen und ich habe mich dann Crime Animal TV genannt. Und ob ich hässlich bin? Ja, ich bin hässlich. Hier nochmal ein Bild eingeblendet. Die nächsten Fragen kommen von XXQBXD und er fragt, was isst du gerne, wie viele Abonnenten willst du haben und wie bist du auf den Namen gekommen? Also das mit dem Namen habe ich schon beantwortet und was ich gerne esse ist auf jeden Fall was wie Döner und so Sachen halt, die man eher auswärts isst und ja. Wie viele Abonnenten ich haben will. Mein Ziel ist es, erstmal die 1000 zu erreichen und dann mal weiter gucken, ob ich da noch Lust habe. Genau. Die nächste Frage kommt von It's Twig zu den nächsten Fragen und er fragt, was willst du noch so auf YouTube erreichen und was hast du so in Zukunft geplant? Seine dritte Frage ist zwar nicht wirklich eine Frage, aber er schreibt, herzlichen Glückwunsch zu 200 Abos. Also danke auch nochmal an dich für den Glückwunsch und was ich in Zukunft geplant habe, sind Challenges in BO3 und in GTA
hat mich ein Kumpel darauf hingewiesen, dass ich das mal machen könnte. Ja, was ich noch auf YouTube erreichen will, sind, wie schon gesagt, die 1000 Abonnenten und auf jeden Fall eine aktive Community. Die nächste Frage kommt von Turtle Bro. Und wie findest du das neue COD, das rauskommt? Ja, das neue COD, das rauskommt. Also ich verstehe erstmal den Hate nicht so ganz. Es sieht für mich nicht allzu schlimm aus. Ich werde es auf jeden Fall holen mit der MW1 Edition. Und ja, also es sieht für mich ziemlich nice aus. Ich habe da auch nichts gegen, wegen diesem Double Jump und so. Man kann ja dann MW1 spielen, wenn man das nicht mag. Und ja, weiter zur nächsten Frage. Genau. Und die nächste Frage kommt von Freaky Findus und er fragt, kannst du mal ein Video über Epic Moments in Battlefield 4 machen? Das kann ich auf jeden Fall mal machen. Aber das wird wahrscheinlich erst die nächsten Wochen kommen, weil das immer ein bisschen Zeit braucht, bis man so Sachen erlebt und bis ich dann das alles noch geschnitten habe. So, und die letzte Frage, die kommt von Glitch TV und er hat gefragt, Lust mal wieder was aufzunehmen, was GTA angeht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert Glitch TV und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.